Moin moin Leute, willkommen zurück zu Super Mario Galaxy Folge 2. Ich bin hier bei Rosalina auf dem Sternschiff, auf dem Kometen. Gehe jetzt hier zur Sternschauterrasse, spreche nochmal mit dem Luma hier. Dies ist eine von zahlreichen Kuppeln, die Sternschauterrasse. Was steht da? Wenn du dir eine Pause gönnen willst, drücke Minus oder Plus. Alles klar. Ah, okay. So, wie heißt der Typ eigentlich? Schön, dass du gekommen bist. Diese Kuppel ist ein Observatorium des Universums. In anderen Worten, sie ist das Auge dieser Sternwarte. Mit diesem Auge kann man verschiedene Galaxien spüren und auch sehen. Ich werde dir den Weg zu den Galaxien weisen. Wenn er sich verwandelt hat, ziele mit dem Cursor auf den Greifstern und drücke A. Ach, das ist der Greifstern, okay. Er verwandelt sich erstmal direkt so ein. Alles klar. Wie heißt du denn, Kollege? Ziele mit dem Cursor auf den Greifstern und drücke A. Ja, hab ich doch gerade schon gesagt. Ist auch hier blöd, ne? So, das sieht doch schon mal ganz gut aus hier. Ein Stern habe ich. Die Sterne hier repräsentieren die vom Observatorium aus sichtbaren Galaxien. Die Nummer auf dem Stern steht für die Distanz der Galaxie zur Sternwarte. So viel Kraft brauchst du, um dorthin zu gelangen. Befreie Powersterne, um zu weit entfernten Galaxien zu reisen. Man sieht auch hier schon, ich brauche 8 Sterne, um hier Bowser zu erreichen. Also man sieht, dass das Bowser sein soll. Erstmal jetzt aber hier die erste Galaxie öffnen. Mehr kann ich eh noch nicht machen. Die Eierplanet-Galaxie. Und für alle, die sich jetzt schon freuen oder zu früh freuen, Yoshi werde ich in dieser Galaxie leider nicht finden, auch wenn hier so ein Yoshi-Ei ist. Von der aus am nächsten gelegenen Galaxie haben wir Energiewellen eines Powersterns empfangen. Hm, er scheint vom Bösen erfüllt zu sein. Pass gut auf dich auf. Und da fliegt der dicke Klempner los. Eierplanet-Galaxie. Dino Piranha auf dem Eierstern. Auf geht's, Leute. Oh, sieht das geil aus. Oh, ein Riesenei. Ja, Dino Piranha wird wahrscheinlich drin sein. Lässt man zu. Ist zumindest vermuten. Ja, hier ist jetzt auf jeden Fall nicht so. Ne, also, ich kann jetzt hier ruhig runterlaufen. Die Schwerkraft ist hier richtig auf den Kopf gestellt, Leute. Oh, keine Münzen hier drin. Sternschaut nehme ich mit. Zack, zack, zack. Oh, da ist eine Münze. Da leuchtet auch noch was. Oh, auch noch eine Münze. Noch mehr Sternschaut, danke dafür. Sorry, aber hier geht's los. Ey. Noch eine Münze, so. Was wollt ihr eigentlich hier, ihr Larrys? Bam, so. Erstmal alle wegkicken hier. So, da gehe ich doch mal in die Röhre rein. Ah. Okay, dann gehe ich wieder zurück. Ah, da war ja noch ein Häuschen. Dass ich, glaube ich, zwar nicht reingehen kann, aber ich kann oben drauf springen. Einfach so. Ey. Da kann ich was lesen, warte mal. Abwesend für ewig lange Zeiten. Wenn du trotzdem hier reinkommen willst, auf der Unterseite findest du eine Röhre. Das ist aber auch eine Röhre. Achso, ja, die Pause wieder. Ja, komm. Interessiert mich gerade nicht. Will keine Pause machen. Achso, ja, hier komme ich auch nicht raus. Shit. Stimmt. Und eine große Fragezeichenmünze. Und da kommt ein One-Up raus. Sieben Leben habe ich. Ich glaube übrigens nicht, dass ich Game Over gehen werde irgendwann hier, aber ich will mich auch nicht zu früh freuen. Kann alles passieren. Aber das Spiel sollte ich schon gut genug drauf haben, dass das nicht passiert eigentlich. Ohne jetzt irgendwie überheblich klingen zu wollen. Ich muss dazu geben, ich habe es ewig, wirklich lange nicht mehr gespielt. Ich kann mich an das meiste eigentlich schon noch erinnern. Aber ich habe auch einige Sachen bestimmt vergessen. Zum Beispiel, dass die Röhre hier unten eigentlich ist. Oh, Arsch! Was die Fem? Ist der Cursor weggegangen? Scheiße. Ein Stück weiter ist ein Freund von mir. Beeil dich, schnell. Und direkt weiter. Ab geht die Luzi. Oh, jo, das war mal fies mit diesen Felsen. Die kann man tendenziell kaputt machen. Das ist aber nicht so einfach.
Ja, ich hau da erstmal direkt rein, ich Idiot. Ja, man kann die kaputt machen, man muss halt nur im richtigen Moment draufhauen. Ey. Ich war auf dieses rote Auge da draufhauen und dann. Oh, verdammt. Das war zu früh. So viel dazu, ich geh nicht Game Over, ich werde dir gleich schon Leben verlieren. Ja, mit dem Sternstaub, Dicker. Ah, komm, geh ich weiter. Wo ist hier das Ding? Und da ist noch eins, habe ich voll übersehen. Sieht übrigens aus wie eine Erdnuss hier. Der Stern oder der Komet hier. Also ich finde, das sieht aus wie eine Erdnuss. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht. Mann, haut ab, ihr Drecksviecher. Das geht nicht um den Sack. Oh. Ach, da kommt jetzt eine Ranke raus, genau. Na, ich will da nicht hoch. Halt die Klappe, Kollege. Greif das Wachskraut und schüttle die Fermine, um dich zu drehen. Noch eine Münze. Und noch ein Sternstück Stern. Was ist denn hier noch drin? Auf geht's. So. Ey. Lass mich los, ey. Und rein in die Röhre. Oh. Sternstaub noch mitnehmen, sauber. Ein One-Up, so, weg da. Und weiter geht's mit dem Sternring. Beziehungsweise zurück geht's eher. Ah, den habe ich gesucht. Gib mir den Sternstaub. Das Stück. Was ist mein Cursor hier da? Hier ist nochmal Numa, was sagt der mir? Gib acht. Nach einem Dreher kannst du dich erst wieder drehen, wenn Numa zurückgekehrt ist. Los geht's, weiter. Oh. Ich glaube, ich bin schon am Ende, ist angekommen. Ja. Dino Piranha auf dem Eierstern, fand ich vergessen, ne? Lass mal Gegner hier jetzt. Und auf geht's. Erstmal die dicke Keule hier auf den Hinterkopf. Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen, sagt man. Das scheint hier aber nicht der Fall zu sein. Boah, ist das viel hässlich. Hätte ich mich mal nicht ausgepackt. Komm, ich mach dich direkt. Oh, jetzt ist es sauer. Oh oh. Na, bleibst du stehen. Und. Das war's doch gar nicht. Der ist nochmal wütend, oder? Nee, oder nicht? Ey. Und das war's. Ende im Gelände. Ja, schrei nicht so, du Ekelvieh. Du bist doch ein Dino, du bist ausgestorben, mein Freund. Und da ist der zweite Powerstern. Wahoo! Und ich bin zurück in der Kuppel. Auf der Sternschauterrasse. Dino Piranha auf dem Eierstern, der zweite Stern. 9 Münzen nur gefunden, okay, aber es macht ja nichts. Sternteile zurückgebracht, 215 habe ich schon. Die werde ich auch noch brauchen, aber ich werde jetzt nicht sagen, wofür. Das wird sich noch früh genug herausstellen. Deswegen versuche ich so wenig wie möglich zu verballern. Ist dir der glitzernde Sternstaub aufgefallen, der überall verstreut ist? Das sind sogenannte Sternteile. Wir Numa lieben sie. Sie sind die Quelle unserer Kraft. Richte die Fernlinge auf dem Bildschirm und sammle sie mit dem Cursor auf. Dann ziehe mit dem Cursor und schieße sie durch Drücken von B auf deine Gegner.
Ein paar muss ich jetzt, glaube ich, sogar verschießen. Weil ich den hier füttern muss jetzt. Lass es uns ausprobieren. Sammle Sternteile und schieße sie auf mich. Ja, genau. Einfach, um das einmal zu testen. Ja, genau so. Lecker. Oh, vielen Dank. Noch einen, komm. Bist du jetzt satt? Nicht, dass du fett wirst. War schon zu spät. Hervorragend. Die behalte ich als Gewinn für diese Lektion. Drecksack. Du kannst sie auf Gegner schießen oder hungrige Luma damit füttern. Vielleicht springt dabei eine Belohnung für dich heraus. Eigentlich hat er jetzt schon verraten, weil ich nicht verraten wollte. Ist egal. Sternteile werden dir bei deinem Abenteuer sehr hilfreich sein. So, auf dem Bildschirm wieder mit der Fernbedienung. Und ich muss hier nochmal in die Eierplanet-Galaxie. Übrigens, ich habe vor, alle 120 Sterne, also, ja, 120 Sterne gibt es im Spiel, zu holen, also 100% Durchlauf. Das wird also ein bisschen dauern. Erfülle den Wunsch des Vielfraß. Obwohl, es geht ja eigentlich recht fix. Ist der schon der dritte Stern? Ja. Da ist der Digge. Der Dicke. Der Digge. Ja. So, nochmal zurück. Ey. Ich glaube, diesmal muss ich hier lang. Ja, mit der Münze, danke. Aua, oh. Ein Stück weiter ist ein Vielfraß. Kannst du ihm nicht seine Bitte erfüllen? Ah, ich kann jetzt den Anhieb überspringen. Und auf geht's. Ich muss das ja nicht unnötig in die Länge ziehen, ne? Die Bäumchen kann ich nur so kaputt machen, die Stachelbäumchen hier. Die Dorn. Da ist ein Sternring drin. Ich dachte mal auf. Gab's dafür noch was? Ich glaube nicht, aber ich brauche Sternteile. Und im Nachhinein ist es nicht so clever gewesen, direkt weiterzugehen auf der ersten Station. Ich fliege einmal durch. Ich könnte jetzt hier direkt weitergehen. Wow, das war knapp. Was ist denn hier oben noch? Eine Münze, alles klar. Oh, fuck. Jetzt weiß ich, wofür die Münze da ist. Oh oh. Ja, ich glaube, ich lasse das mal lieber. Ist ja nicht hier schon der Dicke? Da ist er noch. Wie viel willst du denn haben? Bestimmt 100 Stück. Mir fehlt dann genau einer. Lalala, lalala, hey du da, hast du keine Sternteile? Ich will Sternteile essen, ganz viele davon will ich essen. Lalala, lalala, komm schon, gib mir ein paar Sternteile. Wenn ich 100 esse, verwandle ich mich. Ja, habe ich nicht. Aber da sind doch noch welche da unten. Danke.
Ach so, genau. B schießen. Auf geht's. Boah. Bist mal satt langsam. So, der ist voll. Boah, ist der aufgeblasen, ey. Vollgefressen, meine ich. Das war's. Mein Bauch ist voll. Dann wollen wir mal loslegen. Verwandlung! Ein neuer Planet wurde geboren. Das ist schon ein Planet. So, weiter geht's. Der andere Sternring war dafür, dass falls ich nicht genug Sternenteile habe, ich doch mal von vorne anfangen kann. Also auf der ersten Station quasi. Was war denn hier? Eine Münze? Hau ab, Gumba. Na? Ich meine, der Indikator, wann man sich wieder drehen kann, ist auch echt gut gemacht. So, warte mal. Das war so gedacht. Au, aua. Ich könnte auch hier irgendwo hochspringen direkt, glaube ich. Eine Münze. Ja, man kann halt mit dieser Drehattacke echt immer abkürzen hier überall. So, das nehme ich auch noch mit. Zack. Da war's. Wo ich hier so hin konnte. Wo ich hier abkürzen konnte. Eigentlich. Jetzt muss ich da noch rein. Und ja, man fliegt nicht dadurch direkt, leider. Man muss halt erstmal jetzt den Eingang reinfinden. Das wäre auch zu einfach. Obwohl ich es immer noch bis jetzt sehr einfach finde. Beispiel auch, also ich hätte ja anfangs schon gedacht, ich fände es allgemein so einfach, das Spiel. Wo ist denn jetzt der Eingang hier? Da hinten. Sehr einfach, allein schon mit den Hasen, dass die einen direkt sagen, wo die anderen Hasen sind. Am Anfang. Was ist denn der Eingang hier? Bin ich blind oder was? War der nicht immer hier irgendwo? Ach, da. Noch gar nicht blind. So, hier dreht sich jetzt die Schwerkraft wieder um. Entsprechend der Fallrichtung. Macht Sinn. Ich glaube, ich kann hier sogar irgendwo sterben. Ach, verdammt. Da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Dann halt so. Da ist noch ein One-Up, aber das brauche ich nicht. Hoch hier. Damit. So, da bin ich schon oben. Direkt weiterkommen. Scheiß auf die Gumba. Ab durch das Glas. Jetzt hier noch die Dinger einsammeln. Dann dürfte ich den Stern auch schon haben. Ach, warte mal. Ich glaube, da kann ich so holen. Ja, brauche ich gar nicht einsammeln, die blauen Dinger. Das ist halt eigentlich so gedacht, dass man die blauen Dinger einsammelt. Da kommt dann Greifstern oder drei Greifsterne oder so. Dann zieht man sich halt dahin, so hier, solche Dinger hier wie hier oben. Aber warum einfach, wenn es auch umständlich geht, oder warum, umständlich, wenn es auch einfach geht, sagen wir mal so. Neue Bestpunktzahl zwischen Münzen. Danke für Sternstaub. Du hast eine neue Galaxie entdeckt. Das sagt ihr mir jetzt auch nochmal. Gut gemacht. Dank dir wurde eine neue Galaxie entdeckt. Sammle Powersterne und dein Sichtfeld vergrößert sich. Bald wirst du bestimmt den Stützpunkt des Feindes entdecken. Natürlich speichere ich. Da ist die neue Galaxie. Ich mach's einfach direkt mal auf. Da wisst ihr schon mal, was euch im nächsten Part eventuell schon erwarten könnte. Das Honigbienenkönigreich. Allerdings mache ich an der Stelle Schluss. Im nächsten Part geht's auf jeden Fall nochmal mit dem Eierplanet weiter. Hallo? Cursor? Da ist er. Da warte ich ja noch einen Stern. Ich bedanke mich an der Stelle auf jeden Fall fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder dabei seid. Vergesst nicht, das Video zu liken, meinen Kanal zu abonnieren, damit nichts weiter verpasst. Ansonsten, ich wünsche euch noch einen schönen restlichen Tag. Bis zum nächsten Mal. Tschüss mit Ö. Euer Bazookazoo.